Liebe Regensburger, liebe Höhlenforscher und solche, die es noch werden wollen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Es war für mich genauso überraschend, einmal in einer Kirche sprechen zu dürfen. Und ich möchte euch heute einen relativ weit entfernten Berg vorstellen, meinen Hausberg, auf dem ich groß geworden bin, mehr oder weniger, den Untersberg im Süden von Salzburg, der mich, seit ich 12 Jahre alt bin, sehr fasziniert und ja, der mir viele Abenteuer, viele schöne Momente und auch viel Ruhe gebracht hat und mir einige für mich Wunder wirklich gezeigt hat. Der Untersberg bei Salzburg hat eine deutsche und eine österreichische Seite. Die deutsche Seite ist durch die Riesendinghöhle vermutlich vielen bekannt. Die österreichische hat die Kollowrat und das ist sozusagen mein Zuhause, mein zweites Zuhause, die Kollowrat. Und über die möchte ich vor allem heute erzählen. Die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten hoffe ich, dass ich euch nicht allzu sehr langweile. Ich möchte ein bisschen was über die Geologie und über das Wasser erzählen, dass man ein bisschen was versteht über Höhlenentstehung, warum sind Höhlen wo oder woanders nicht und was sind Höhlen eigentlich. Darum, weil am Anfang gibt es jetzt ja wenige Fotos, zu denen ich viel rede und sogar 2 Diagramme habe ich mir getraut einzubauen. Aber danach lade ich euch ein auf eine schöne bebilderte Reise durch den ganzen Berg, vom Riesending beginnend bis zur Kollowrat, von den höheren Bereichen bis zum Grundwasserspiegel hinunter. Ich möchte damit beginnen, was ist eine Höhle? Es ist ja nicht nur ein dunkles Loch im Boden, sondern eine Höhle erzählt immer eine Geschichte. Und hier möchte ich bei diesem Foto, ich bleibe bei diesem Foto sehr lange hängen, zeigen, wie eine Höhle entsteht. Man sieht in diesem schönen Foto einen Riss, der fängt da links oben an. Ich hoffe, man kann das erkennen, den Laserpointer. Geht nach rechts unten durch, ein Riss im Fels. Dieser Riss war vor Millionen Jahren schon da. Zu einem Zeitpunkt, wo der Grundwasserspiegel noch viel höher war, wo die Gletscher die Täler noch nicht eingefressen haben. Zu einem Zeitpunkt, wo dort wir noch im Grundwasser waren, im Berg, der Untersberg, der jetzt über 1000 Meter hoch ist, war damals eine Hügellandschaft. Da gehen wir jetzt zurück in diese Zeit. Es ist ja alles Kalkstein und Kalkstein wird durch Wasser gelöst, wie jeder sicherlich gut kennt. Und man sieht es daran, dass die Lösung an diesem Riss hier begonnen hat, der so diagonal durchs Bild geht. Diese Ohrwascheln links und rechts sind ganz symmetrisch. Da gibt es noch die größeren Ohrwascheln da rechts, da links. Ich hoffe, man kann das mit dem Laserpointer ein bisschen erahnen. Das war einfach chemische Auflösung. Es war zuerst der Riss da und die Höhle hat sich chemisch nach alle Seiten unter völliger Wassererfüllung ausgebreitet. Später sind die Gletscher gekommen, haben die Täler eingetieft und mit dem Eintiefen der Täler ist der Grundwasserspiegel gefallen. Mit dem Fallen des Grundwasserspiegels ist diese Höhle, die jetzt 700 Meter über den heutigen Talboden liegt, natürlich irgendwann trocken gefallen. Und damals, wo die trocken gefallen ist, die Höhle, hat es hier einen See gegeben. Diese Striche hier am rechten Bildrand sind das ehemalige Ufer des Sees, wo die Wellen angebrandet sind. Und noch weiter trocken gefallen hat sich hier unten ein kleiner Bach gebildet, der 5 Meter tief einen Canyon eingeschnitten hat, den sieht man jetzt nicht. Das ist so, wie man heute in einer Klamm, in einem Canyon unterwegs ist, so kann man sich das auch vorstellen. Das ist dann eine relativ junge Bildung. Und der Lehm, der da hier links liegt, den wir da betreten dürfen, ist viele, viele tausende Jahre alt. Es könnten sogar Millionen Jahre alt sein, was der Lehm dort liegt und unverändert ist. Drum also so ein einziges Bild kann schon eine ganze Geschichte erzählen. Und darum meine ersten 10 Minuten, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, aber ja, die einfach dazugehören. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Wasser. Wasser und Höhle ist eben untrennbar miteinander verbunden. Zum einen, weil die Höhlen durchs Wasser entstanden sind, zum anderen, weil sie teilweise auch für unsere Trinkwasserversorgung wichtig sind.
Und da möchte ich jetzt was relativ Trockenes bringen, aber es ist wichtig, dass man ein bisschen versteht, was Höhlenforscher alles so machen, vor langer Zeit schon gemacht haben. Das ist ein Blick von oben, ein Luftbild auf den Untersberg. Der Untersberg hat ein Plateau, er hat ungefähr eine dreieckige Form. Die Kantenlänge hier ist so bei 5 Kilometer, also ein kleiner Plateauberg ist es im Süden von Salzburg. Mit freiem Blick nach Deutschland, das ist wunderschön, er liegt gerade so am Alpenrand. Und in den 60er, 70er Jahren waren Höhlenforscher damals schon interessiert, welche Wege nimmt denn das Wasser im Berg? Man hat die Höhlen nicht gekannt. Die Höhlen sind weiße Flecken auf der Landkarte. Aber man wollte wissen, von wo nach wo rinnt denn das Wasser im Berg? Und sie haben damals an diesen violetten Punkten Farbstoffe eingespeist. Lebensmittel, unbedenkliche, also kein Problem. Es waren Fluoreszenzdresser, die ungiftig waren und teilweise waren es Sporen noch vorher, gefärbte. Und hat beobachtet, bei welchen Quellen, die blauen Punkte, der Farbstoff wieder zutage tritt. Naja, jetzt gibt es da ganz interessante Punkte. Es gibt hier diese weiße Linie, die man hier sieht. Das ist ein 300 Meter hoher Felswandgürtel. Da hat man zum Beispiel am Wandfuß eingespeist. Wäre naheliegend, dass die Farbe nach rechts unten hinunterrinnt auf die Berchtesgadener Seite. Hier an dieser grünen Fläche erkennt man, dass dort der Berg etwas niedriger ist. Das ist quasi ein Tal am Plateau. Hat man hier Farbe eingespeist, würde man erwarten, dass sie da auf die deutsche Seite nach Berchtesgaden runterrinnt. Naja, das Ergebnis war schon interessant. Alles Wasser vom Berg geht nach Norden zu dem großen blauen Punkt zur Fürstenbrunner Quellhöhle. Warum das so heißt, werden wir nachher noch hören. Also wir Österreicher zapfen den Deutschen ein bisschen das Wasser ab, aber die Natur hat es halt einfach so gegeben. Der halbe Untersberg, es ist ein bisschen eigenartig, ist im Süden Deutschland, südlich ungefähr von der Linie, die südliche Hälfte ist Deutschland, da liegt da das Riesending drinnen und die nördliche Hälfte ist Österreich, da liegt die Kollowrat, mein Zuhause drinnen. Und überraschend war nicht nur, dass wir das Wasser abzapfen aus Deutschland oder die Natur das halt so vorgesehen hat, sondern dass es da, wie man an diesen Zahlen sieht, in diese schwarzen Kästchen, sehr, sehr viele Tage gedauert hat, bis das Wasser bei der Quelle wieder ausgetreten ist. Man muss dazu verstehen, eine Höhle funktioniert normalerweise so wie eine Dachrinne. Oben schüttet man es rein, unten kommt es raus. Da sollten nicht 76 Tage stehen oder 100 Tage, sondern 2, 3 Tage höchstens sollte stehen. Es kommt oben rein, es rinnt durch, wie durch einen Kanal, es kommt unten raus. Warum bleibt das Wasser so lange im Berg? Das hat man sich damals schon gefragt und gemutmaßt, ob sich da drinnen nicht ein großer Wasserspiegel versteckt, ein großer See, ein großer Speicher, irgend sowas. Und das hat mein Interesse geweckt an dem Berg. Und so schaut es aus, wo es rauskommt, bei der Fürstenbrunner Quellhöhle, also auf der Salzburger Seite. Wenn jemand von euch irgendwann mal in Salzburg ist, ich kann es nur sehr empfehlen, als kleine Wanderung von Fürstenbrunn, vom Tal, 20 Minuten Fußmarsch, nach einem Gewitter, ein atemberaubendes Erlebnis. Da kommen bis über 30 Kubikmeter pro Sekunde aus dem Berg heraus. Das hat dann schon was, gerade im Frühjahr. Und jetzt ein bisschen zu den Erklärungen, ein bisschen zur Geologie. Also es wird dann nachher spannender, aber ich möchte es kurz bringen. Von der Berchtesgadener Seite aus sieht man hohe Felswände, 300 Meter hohe Felswände und unterbei eine Hügellandschaft, eine eher ruhigere Hügellandschaft. Da merkt man schon, da muss die Geologie ein bisschen anders sein. Die Felswände habe ich hier in Grau eingefärbt. Das ist Kalk. Der Kalk wird wunderbar von Wasser angegriffen. Der bildet die Höhlen. Die Hügellandschaft unterbei ist so in rosa-braun eingefärbt. Das ist Dolomit. Das ist so etwas Ähnliches wie Kalk. Der hat nur Magnesium drinnen und der löst sich sehr schlecht im Wasser. Da gibt es kaum Höhlenbildung, außer die Höhlen haben irrsinnig viel Zeit. Und das haben sie bei uns nicht gehabt. Und das ist jetzt eines dieser Diagramme, die man normalerweise da nicht so bringt, aber es ist halt doch für manche vielleicht interessant.
Man sieht hier wieder die gleichen Farben. Hier das Grau, diese Kalkschicht, diese Dicke, die den Hauptteil vom Berg ausmacht. Oben das Blaue ist auch noch Kalk und das Grüne. Und rechts unten das Rosarote ist der Dolomit. Das ist jetzt ein Schnitt quasi durch den ganzen Berg. Man sieht, der Berg geht von 600 Meter Seehöhe bis so ungefähr 1800 Meter Seehöhe. Und man sieht auch, dass die meisten Höhlen, vor allem hier das Riesending und die Kollowrat, in der Kalkschicht im Wesentlichen angelegt sind. Und man versteht jetzt auch, wenn man hier auf der deutschen Seite bei der Schellenberger Eishöhle zum Beispiel da drüben Wasser einspeist, Farbstoff einspeist oder auch Verunreinigungen einspeist, es kann ja mal was passieren, dann rinnt das Wasser der Kalkdolomitgrenze entlang, trifft auf diesen Wasserspiegel, den ich schon so angedeutet habe. Wir nennen ihn unheimlicher See. Es ist kein See, aber kommt dann noch, warum das so ist. Naja, und kommt in Salzburg auf unserer Seite wieder heraus. Also man versteht ein bisschen, was jetzt so los ist in dem Berg. Ja, und da hier noch einmal die Quelle, wo es dann raussprudelt bei, na hier vielleicht so 20 Kubikmeter pro Sekunde, die kann auch noch mehr. Ja, woher wissen wir das alles mit diesem Wasserspiegel? Ihr habt zuerst vom unheimlichen See geredet. Der See ist mal kein See, sondern es sind einfach riesige Hohlräume, zum Teil so groß wie diese wunderbare Kirche, zum Teil Gänge mit 10 Meter Durchmesser. Die werden mal geflutet, dann fallen sie wieder trocken. Und dieser Wasserspiegel in dem Berg, der steigt und sinkt um 50 Höhenmeter. Und er ist über 3 Kilometer lang. Also da ist ein riesiges Speichervolumen in dem Berg drinnen. 50 Höhenmeter Schwankungen, das ist wahrscheinlich mehr als wie die Kirche hier oder mit Turm vielleicht, ich weiß es nicht genau. So viel Wasserschwankungen auf solche Hohlräume ist ein enormer Wasserspeicher. Und wir sind im Winter hineingegangen, haben so Druckdosen installiert, so Datalogger, die alle 10 Minuten den Wasserstand aufzeichnen, über viele Jahre hinweg. Und haben dadurch ein gutes Bild gewinnen können, warum die Farbstoffe früher auch so lang im Berg geblieben sind und warum dieser Wasserspeicher eigentlich so bedeutend ist, auch dass im Sommer halt noch Wasser rauskommt. Das einzige Diagramm, mit dem ich euch da jetzt so quäle, es zeigt einen Wasserstand in Blau an, und zwar hier im Sommer 2010, in der Mitte ist der Sommer 2011 und rechts der Sommer 2012. Links sieht man Höhenmeter, diese Striche, man kann das nicht lesen, sind immer 10 Höhenmeter. Im Winter, da wo keine Zacken sind, wo das so nach unten geht, da fällt das Wasser bis zu 50 Meter ab, da kann man rein, darum gehen wir oft im Winter Höhlenforschen. Also nur, dass man ein bisschen sieht, was man halt als Höhlenforscher alles so anstellt. Ja, wir tragen das Salz in den Berg und schütten das Salz dann drinnen in die Bäche, um die Wassermenge messen zu können, wie viel Wasser rinnt in einem Bach. Oder neuerdings haben wir ein Online-System installiert, dass wir von zu Hause aus, vom Computer, immer wissen, was der Wasserstand im Berg gerade macht, was sehr interessant ist für einen Hochwasserschutz. Weil man kann sich vorstellen, wenn es Schnee gibt, jetzt gerade im Mai, Juni, am Plateau oben und es regnet warm drauf, dann kommt viel mehr Wasser aus dem Berg heraus als der Regen selbst. Und das hat 2013, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, in Rosenheim zu einigen Problemen geführt. Und da sind wir ein bisschen dran an einem Hochwasser-Frühwarnsystem. Nur, dass man ein bisschen mal außer schöne Bilder auch etwas sieht. Und jetzt möchte ich langsam mit den schönen Bildern anfangen. Zuerst zur Orientierung. Wir schauen jetzt von der Seite auf den Berg in dem Bild und sehen oben wieder diese Felswände auf der deutschen Seite, auf der Berchtesgadener Seite. Und in bunt die Höhlensysteme mit der Tiefe eingefärbt. Die blaue Linie unten ist der Wasserspiegel, der um 50 Meter schwanken kann. Das ist jetzt da nicht eingezeichnet. Auf der linken Seite ist das Riesending, die tiefste Höhle Deutschland mit 1148 Meter. Um einen Meter tiefer als auf meiner Seite die Kollowrat ist da rechts, die ist 1147 Meter tief. Wir sind immer in freundschaftlichem Wettbewerb. Ja, und weil wir jetzt hier in Deutschland sind und das Riesending natürlich sehr bekannt ist, möchte ich zuerst einmal 3, 4 Bilder aus dem Riesending zeigen.
Naja, ich vermute, der eine oder andere kennt das Gesicht. Das ist der Johann, der Höhlenforscher, der leider das Pech gehabt hat, dass ihm ein Lehmbrocken raufgefallen ist. An dieser Stelle sozusagen, auch wenn jetzt nicht da ist, ein großes Dankeschön an ihn. Er war in wesentlichem Maße zuständig für diese Messungen, für die Datalogger, für diese Salzschüttungsmessungen, durch die wir erst erfahren haben, dass wir so einen riesigen Wasserspiegel im Berg haben. Durch den haben wir den erst verifizieren können. Und er ist ein sehr lieber Kerl. Im Riesending drinnen, ich habe zuerst von Kalk und Dolomit gesprochen, auf dem Foto sieht man das ein bisschen. Links der Wasserfall, der rinnt am Dolomit, da ist es etwas schroffer und rauer, das Gestein. Rechts oben ist der Kalk. Das Riesending hat jetzt nicht deswegen seinen Namen, sondern wegen dem großen Eingang, das es hat. Allerdings, man muss sagen, es hat den Namen verdient wegen den fantastischen riesigen Gängen. Ich muss gestehen, in der Kollerath haben wir derartige wunderschöne Tunnels noch nicht entdeckt. Wir nähern uns aber dem Riesending an und ich bin sicher, es wird noch kommen. Thomas, Freund von der Riesending-Mannschaft, hat mir gerade so gedeutet. Also wir hoffen, dass wir die Höhlen irgendwann verbinden werden. Eine lustige kleine Anekdote möchte ich an dieser Stelle bringen. Höhlenforschung ist immer betreten vom Neuland. Das sind weiße Flecken auf der Landkarte, man weiß ja nicht, was kommt. Und das ist ein Originalfoto von der Erstbefahrung eines Sees im Riesending. Naja, die Forscher vom Riesending sind zu dem See gekommen, ungefähr 25 Meter ist er lang, zu tief zum Durchwarten. Und der Wind ist aus diesem Loch da vorne rausgepfiffen. Es war klar, dort ist der Hauptgang, dort geht es weiter. Ja, wie schaut man sich das an? Wie kommt man darüber? Man kann ja nicht drüber schwimmen. Man braucht also mal ein Schlauchboot. Gut, nachdem das 2-Tages-Märsche sind, nimmt man jetzt natürlich nicht gleich das größte Luxusschlauchboot her, sondern ein Kinderschlauchboot. Es funktioniert ja auch. Es hat auch funktioniert. Der Johann war der erste Tapfere, der sich in das Schlauchboot gesetzt hat. Naja, er ist ein bisschen mehr als wie Kindergröße, aber das Schlauchboot hat ihn perfekt getragen. Bis auf die andere Seite von dem See. Bis er mit einer Kammer des zweikammerigen Bootes einen Stein touchiert hat. Etwas unangenehm auf der anderen Seite. Dann haben ihm 25 Meter Wasser mit 4 Grad getrennt von seinem sicheren warmen Schlafsack, dem Zelt und dem Biwakplatz. Ja, er hat zurückschwimmen müssen, das Gewand am Schlafsack, das Gewand am Schlauchboot. Später hat er sich dann in den Schlafsack zurückgezogen, das Gewand haben sie ausgewunden, aufgehängt, hat sich aufgewärmt und dann den Tag lang trocken getragen. Ja, als Saunagänger und ja, also ich möchte es nicht, ich bin froh, dass mir das nicht passiert ist, aber der Johann ist da etwas härter im Nehmen. So, und jetzt geht's auf meine Seite. Eigentlich der Hauptteil jetzt von dem Vortrag sind jetzt die bebilderte Reise durch die Kollerath. Und ist ja nochmal reingezoomt. Der alte Eingang, die Kollerath hat mehrere Eingänge, historisch bedingt. Der alte Haupteingang war hier, ganz auf der Salzburger Seite. Dann haben wir später da oben einen entdeckt. Mittlerweile haben wir hier eine Abkürzung über diese Schächte in die Tiefe, weil es 2 Tagesmärsche sind ansonsten von unserem alten Eingang bis da nach hinten. Und ich möchte euch das jetzt alles so ein bisschen vorstellen, diese Gegend. Der Eingangsteil, die alten Eingangsteile, damit möchte ich einmal beginnen. Jetzt lade ich euch ein auf einen Tagesmarsch, einen anstrengenden Tagesmarsch, 8 bis 12 Stunden. Mit schwerem Gepäck, um das erste Biwak zu erreichen. Wir beginnen mit einer Seilbahnfahrt im Winter, weil das der Wasserstand sehr niedrig, da können wir Messgeräte ein- und ausbauen, mit einer Seilbahnfahrt zum Gipfel hinauf. Ja, man hat von oben einen fantastischen Ausblick auf die Stadt. Also wer mal hinkommt, ich muss Werbung machen für die Seilbahn. Es ist einfach schön. Es ist wirklich schön. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und was da ganz toll ist, das sieht man auf der linken Seite, diese Straße, die da so gerade durchs Bild aus der Stadt zum Untersberg geht. Ich habe euch zuerst erzählt von der Fürstenbrunner Quellhöhle. Warum heißt denn das Fürstenbrunn und so?
Naja, wir müssen jetzt zurückgehen in die Zeit der Erzbischöfe. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, welche und genau wann es war. Das mit dem Trinkwasser war damals ein bisschen eine schwierige Sache. In der Stadt drinnen hat es Brunnen gegeben, natürlich. Aber die hygienischen Verhältnisse waren damals auch nicht so wirklich toll, sodass das Brunnenwasser halt auch nicht so die tolle Qualität gehabt hat. Und der Erzbischof hat die Möglichkeit gehabt, eine Straße, die Moosstraße nennt sie sich, kerzengerade durchs Moor aus der Stadt hinaus bis zum Untersberg legen zu können. Dort war die Fürstenbrunner Quellhöhle, jetzt kennen wir auch den Namen. Und die Wasserreiter haben ihn in Fässern das Wasser in die Stadt gebracht. Und er hat das schöne, saubere Untersberger Trinkwasser gehabt. Also so wieder ein bisschen eine historische Verbindung. Ja, aber jetzt geht es ab in die Höhlen mit den Skien, ist klar, im Winter. Und ja, ich weiß nicht, ob Skitourengeher da jetzt unter uns sind. Es ist im Winter ein fantastisches Plateau, man kann herrlich dort Skiwandern gehen. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Der Kalk, der Karst, da gibt es Schächte. Das Wasser hat Schächte geschnitten. Man sieht hier auf dem Bild zum Beispiel hier einen dunklen Fleck und oben bei einem wunderschönen Hang. Wenn ein Skifahrer da oben daherkommt, der sieht von oben nicht, dass da unter ihm ein schwarzer Fleck ist. Wenn er dann dort ist, fällt er von da links oben nach rechts unten, wo mein Kollege steht. Und dieses Loch ist 250 Meter tief. Also Tourengeher, die alpin unterwegs sind im Karst, bitte nie über eine Kuppe fahren, über die man nicht sehen kann. Das ist leider am Untersberg schon vielen Leuten zum Verhängnis geworden. Ja, da eine kleine Skizze von uns. Da links ist dieser Schacht, wo einmal ein armer Teufel vor über 80 Jahren hinuntergestürzt ist in die Tiefe. Das ist jetzt unser Abkürzungsweg. Wir gehen da hinein, 700 Höhenmeter bis hinunter zu dem Bereich, der uns interessiert. 700 Höhenmeter, wenn man sich das vorstellt, siebenmal der Dom von Regensburg übereinander gestapelt, ist der Weg hinunter, ist auch der Weg nach Hause. Und hinten haben wir nochmal 3,5 Mal den Dom von Regensburg als Gegenanstieg. Es sind sehr weite Distanzen, wo ich immer sehr, sehr froh bin, dass mir so viele liebe Freunde beim Schleppen helfen und mich halt auch schon langsam da entlasten. Jetzt fangen wir an mit der Wanderung im Berg drinnen. Der alte Kollwrat-Eingang, eine Eishöhle oder ehemals Eishöhle, man muss leider sagen, schön ehemals, für jeden touristisch verhältnismäßig einfach zu besuchen. Helm ist sehr empfehlenswert. Man kann mit dem Foto so mal aufs erste Mal nicht viel anfangen, aber ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da links ist ein weißer Fleck, das ist ein Eisblock. Und links von diesem Eisblock, da ist ein schwarzer kleiner Fleck, das ist ein Mensch. Also so dieser Block hier ist fast mannshoch. Also es gibt eine gewaltige Eingangshalle, die Kollwrat-Eingangshalle. Das war der alte Weg in den Untersberg. Danach geht es, so wie üblich in der Höhlenforschung, am Seil rauf und runter mit Steigklemmen. Und wir haben keinen Rucksack, wir haben einen Schleifsack, der hängt da unter uns dran. Vorbei bei wunderbaren Tropfsteinen, die nicht mehr aktiv sind, die sind vermutlich sehr, sehr, sehr alt. Kann auch im Bereich von Millionen von Jahren liegen, wir wissen es nicht. Jedenfalls sehr, sehr alt. Auch sehr groß, aber es ist eine Ausnahme. Also wir sind nicht Slowenien, da gibt es viel Schöneres an Tropfsteinen, aber dass man es mal gesehen hat. Etwas sehr Kurioses ist dieser kleine Sinterbalkon. Der erzählt wieder eine Geschichte. Ehemals gab es in diesem Raum hier einen Lehmboden. Man sieht, dass dieser Balkon horizontal unten abgeschnitten ist. Auf dem Lehmboden ist Wasser drauf getropft und hat zur Ausscheidung von Kalk, von Sinter geführt, der an der Wand angewachsen ist. Irgendein großes Ereignis hat den Lehm weggeschwemmt und der Balkon ist wie eine Kanzel hängen geblieben. So was sieht man auch nicht alle Tage. Die Tropfsteine wachsen weiter. So erzählt eine Höhle immer wieder Geschichten. Korallen, die sind jetzt älter, die sind so alt
wie der Fels selbst, also der Kalkstein selbst in der Größenordnung von 200 Millionen Jahren. Die typischen Lauglabyrinthe, die unter Wasser entstanden sind. Und immer wieder Pfützen, die davon zeugen, dass ehemals Wasser da war, mit Kristalle drinnen, kleine Kristallchen, 1-2 Zentimeter lang, aber schon überraschend und sehr schön. Alte Wasserstandsmarken, ewig nicht mehr aktiv, keine Ahnung, wann das letzte Mal da hier das Wasser gestanden ist. Und bin sehr froh, dass da nichts mehr ist, weil sonst müsste man da wieder einmal schwimmen. Die meisten Bereiche im Untersberg sind sehr, sehr trocken. Also wenn man von einer Höhle die Vorstellung hat, dass alles nass und feucht ist, so ist das grundsätzlich nicht falsch. Aber für viele Bereiche trifft es halt nicht zu. Naja, und nach dem ersten Tagesmarsch, mehr oder weniger übler Schlepperei, erreicht man das Biwak. Biwak 3 ist es in dem Fall, 1 und 2 ist nicht mehr in Betrieb. Naja, und so ein Biwak ist ein Wohlfühlort, ein Biwak ist ein Zuhause. Das ist unser Obmann, der Spike. Man muss sich dort erholen können. Man kann da nicht bibbernd in einem schlechten Schlafsack liegen. Es ist ein Ort, ein Biwak, wo man Material lagert und umschlagt, irgendwo einbaut, ausbaut, wieder hinbringt, deponiert. Diesen Seilberg zum Beispiel, den haben wir an einem Tag wo ausgebaut, am nächsten Tag wieder woanders eingebaut. Also so ein Biwak ist Materialdepot, Wohnzimmer, Wohlfühlbereich, Wartungsbereich für unsere Geräte. Naja, das war jetzt mal der erste Tag. Jetzt kommt der zweite Tag, in die Wüste geht es jetzt, jetzt wird es trocken. Die Wüste ist ein riesiges Areal über mehrere Gehstunden, wo wir wirklich ein Problem gehabt haben. Wir haben kein Wasser gefunden, nichts, nicht mal feuchten Lehm. Und das ist vielleicht ganz schön unangenehm, wenn man bei den Tagesmärschen, die man vom Biwak weggeht, nicht nur Seil und Bohrmaschine und Anker und so Zeug mitschleppen muss, sondern auch noch Wasser mittragen muss und man kriegt dann da doch ganz schön Durst. Das ist ja doch anstrengend da drinnen. Und wirklich über viele, viele Gehstunden absolut trocken. Das hat uns sehr überrascht und wir haben den Namen Wüste mal vergeben. Das war eigentlich relativ simpel. Wir haben in der Wüste den Weißen Saal entdeckt. Das ist kein schlechtes Foto, was oben überbelichtet ist, sondern der Weiße Saal ist wirklich voll mit schneeweißen Krusten, die je nachdem mit welcher Lampe oder Blitzlicht man es dann beleuchtet, mal ein bisschen bläulich schimmern. Sie sind weiß. Und vor meinen Füßen sieht man ein kleines weißes Häufchen am Boden liegen. Dieses weiße Häufchen mal im Großformat, ganz was Merkwürdiges. Schaut aus wie Kristallzucker. Hätte ein halbes Kilo Kristallzucker am Boden ausgeleert. Es ist Mirabilit, das wird jetzt niemandem hier was sagen, ganz egal, ein Natriumsulfat, auch egal, braucht man sich nicht merken. Es ist ein seltenes Mineral, das nur in ariden Klimazonen, nur in Wüsten an der Erdoberfläche vorkommt, weil es bei 80% Luftfeuchtigkeit schmilzt. Es ist ein Mineral, das sich bei 80% Luftfeuchtigkeit völlig auflöst. Man könnte es hier, vermutlich sogar jetzt hier in der Kirche, nicht liegen lassen, weil wir wahrscheinlich, vielleicht heute nicht, ich weiß nicht, aber oft sicherlich 80% Luftfeuchtigkeit überschreiten. Da drinnen sagt man das Mineral, wir haben unter 80% Luftfeuchtigkeit. Also wir waren mit dem Namen Wüste gar nicht so falsch, den Namen Wüste haben wir schon längst vergeben gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber es ist wirklich ein Mineral, das an der Erdoberfläche nur in ariden Klimazonen vorkommt. Und neben diesem merkwürdigen Mineral haben wir eine tote Fledermaus gefunden, eine Mumie. Perfekter Erhaltungszustand, mit Fell, ganz wunderbar. Wir haben sie datiert. Die kann nicht viel Feuchtigkeit bekommen haben, diese Mumie, weil sonst wäre kein Fell und keine Haut mehr übrig. Seit die gestorben ist, muss sie trocken dort gelegen sein.
Die Datierung hat 5.500 Jahre ergeben. Seit 5.500 Jahren ist dieser Ort so trocken, dass nicht mal die Haut einer Mumie zerfällt. Und der Weiße Saal hat natürlich nicht umsonst auch so seinen Namen gekriegt. Bei einem anderen Vortrag erzähle ich immer von dem Barthahn Kaiser Karls. Da gibt es eine Sage bei uns um den Kaiser Karl, dessen Bart sich schon dreimal um den Tisch windet. Ich glaube, hier ist es Barbarossa bekannt, wie auch immer. Auf alle Fälle gibt es im Weißen Saal Gipskristalle. Und das ist auch etwas, was man an der Erdoberfläche nicht finden kann. Diese dünnen Haare, diese Kristalle, sind bis zu 20 cm lang. Sie sind so dünn, dass sie sich im Wind wiegen. Also man darf nicht reden dort. Wenn wir uns den Kristall nähern, dann sage ich den Leuten, Hand vor Mund, nicht sagen, nicht ausschnaufen, immer Hand vor Mund. Man kann da nicht hingehen, man blasst die um. Beim Fotografieren von diesen Kristalle haben wir in einer kleinen Ecke, wo keine schönen waren, nur einzeln waren, ein Probefoto gemacht mit Blitzlicht. Das Blitzlicht der Kamera zerstört schlagartig die Kristalle. Puff, weg. Das Blitzlicht erzeugt so viel Hitze, diese Kristalle sind so fein, dass es Puff macht und weg sind sie. Sowas findet man nur in einem Berg. Sowas gibt es an der Erdoberfläche sonst nicht. Die gibt es aber auch in stabil, diese Kristalle. Das ist Gips in Rot und in Weiß, in dick und stabil, auch sehr hübsch. Und das sind, ich nenne sie mal liebevoll, die Blumen Kaiser Karls. Der Untersberg ist im Sommer ein traumhafter Berg. Man kann oben wandern gehen auf dem Plateau. Es blüht in allen Farben, es ist bunt. Aber im Berg drinnen, gut, die Blumen sind nur weiß. Und sie wachsen nicht am Boden, sie wachsen meistens von der Decke herunter. Hier ungefähr 2 cm groß. Aber sie sind wunderschön. Es sind für mich die Blumen vom Berg. Na, dann gibt es auch so Bereiche, die auf Anhieb etwas gruselig anmuten. Da war ich froh, dass ich bei der Entdeckung nicht alleine war. Irgendwie, da ist der Hauptweg durchgegangen durch den Mund des Totenschädels. Ja, nennt sich Totenkopfgang dort. War ein bisschen eine Überraschung. Ein ganz merkwürdiges Foto, schon lange her. Da war ich noch ein paar Jährchen jünger. Links ein Kollege vom Riesending. Naja, wir sind ein paar Stunden schon in der Wüste unterwegs und es sieht so aus, als halluzinieren wir. Ja, gut, wir haben wenig zu trinken gehabt, das ist sicherlich richtig, aber was ist da los? Es ist keine gestellte Aufnahme, es ist auch keine Fotomontage. Wir starren hier einen weißen Bildfehler an in der Mitte. Nein, es ist kein Bildfehler, es ist wirklich ein echtes, nicht retuschiertes Foto. Es ist wirklich so. Da fliegt eine Schneeflocke. Ja, aber wir sind ja 600 Meter unter der Erdoberfläche und über uns ist kein Loch und es hat auch keine Minusgrade. Das erklärt unseren starren Blick. Wie kann da eine Schneeflocke irgendwie plötzlich aus dem Nichts kommen? Diese Schneeflocke ist ein Gipskristall. In diesem Raum wachsen an der Decke ungefähr 4-5 Meter über uns Gipskristalle, ganz feine, wie Haare. Und in dem Raum ist normal kein Luftzug. In dem Moment, wo wir den Raum betreten, wir haben ja Körperwärme. Damals, ich habe noch eine Karbidlampe gehabt, aber an der ist es nicht gelegen, das haben wir ausprobiert, das hat nichts genutzt, wenn ich die ausmache. Die Körperwärme macht natürlich ein bisschen einen Luftzug, die warme Luft steigt auf. Und dieser ganz geringe Luftzug hat bewirkt, dass diese Gipskristalle, die da an der Decke wachsen, in etwa so manche zum Herunterrieseln angefangen haben. Wir haben es Schneeflockenhalle genannt, wir haben sie schnell vermessen, haben die Halle wieder verlassen, dass dieses Naturwunder bestehen bleibt. Ich kenne sowas auch sonst nicht von Erzählungen. Man betritt einen Raum 600 Meter unter der Erde und es beginnt quasi zu schneien. Das ist die übliche Vermessungsarbeit, die wir so machen im Untersberg. Wird alles ja dokumentiert.
damals noch Bleistift auf Papier, heute sind wir ein bisschen moderner. Auch ein lustiges Foto, in diesem irrsinnig trockenen Wüstenbereich wächst auf der Wand ein feiner Kalzitschnee. Es ist eine Art Staub, aber er wächst dort. Ganz winzige Kristalle kann man nicht mal im Elektronenmikroskop auflösen. Dieser Schnee hat eine geringere Dichte als ganz leichter Pulverschnee. Naja, und ich wollte es mal demonstrieren für ein Foto und habe auf die Wand geblasen. Ja, im nächsten Augenblick hat mich der Kameramann, der Dirk, ziemlich geschimpft, weil er hat dann Linse und Kamera und alles putzen müssen. Der Wind ist leider in seine Richtung gegangen. Das habe ich dabei nicht bedacht. Ein anderer interessanter Ort in der Wüste zeigt uns, dass ehemals Wasser in der Wüste war. Jeder von euch kennt es sicherlich, wenn im Winter auf einer Pfütze Eis wächst. Oft wächst es vom Rand zur Mitte. Und hier haben wir ein ähnliches Phänomen mit Kalzitkristallen. Hier war mal ein kleiner See oder eine große Pfütze, wie man will. Und der Kalk, die Kalklösung war übersättigt, es wollte sich Kalk ausscheiden. Der beginnt am Rand mit kleinen Kriställchen, die halten sich am Rand fest und wachsen immer mehr zur Mitte hinein. Und in der Mitte ist ein Loch offen geblieben und so hat sich hier eine Sinterdecke gebildet auf dem See. Der See ist irgendwann trocken gefallen, die Sinterdecke ist geblieben. Was das Kuriose war, wir sind ursprünglich von oben gekommen und haben nicht gewusst, dass wir auf einer dünnen Sinterdecke stehen. Oben war ein Lehmboden, ein ganz normaler, wir haben das nicht gesehen, in dem Bereich dann auf dünnen Eis genannt. Also das dünne Eis war aber sehr stabil, zum Glück. Und jetzt kommt der Spaziergang durch die Wüste. Die Wüste ist der einzige Bereich bei uns in der Kolowrat. Im Riesending ist es ein bisschen einfacher, da kann man schöner mal spazieren gehen. Bei uns ist es der einzige Bereich, wo man wirklich mal spazieren gehen kann. Und dass wir das entdeckt haben, ist auch schon mehr als wie 10 Jahre her. 20 Minuten, man könnte mit dem Fahrrad fahren dort. Also es ist wirklich total eben. Uralte Lehmböden, wir wissen nicht, wie lange die schon trocken sind. Ja, ein wunderbares Areal mit Trockenrissen, ja, es schaut aus wie in einer Wüste. Aber leider, dass wir das entdeckt haben, liegt mehr wie 10 Jahre zurück. Und seit da haben uns dann eher weniger schöne Bereiche, manchmal sogar etwas geplagt. Das meiste im Untersberg besteht aus Schächten und Canyons, so wie da. Und hier müssen wir auch den einen Schacht noch durchqueren, bevor wir das nächste Biwak erreichen. Jetzt haben wir den zweiten Tagesmarsch hinter uns. Naja, und sind wieder in so einem richtigen Wohlfühl-Biwak angekommen mit sehr, sehr dicken, warmen Schlafsäcken, einem Windschutz, weil der Sturm dort richtig durchpfeift durch die Höhle. Jetzt gehen wir weiter, noch haben wir schöne Tunnels, noch ist es eine sehr schöne, freundliche Gegend. Und in dieser freundlichen Gegend gibt es noch ein paar kleine Besonderheiten, bevor es wieder unangenehm wird. So wie es beim Weißen Saal die Kristalle gegeben hat, gibt es hier ganz merkwürdige Gebilde. Es nennt sich Knöpfchensinter, an sich nicht so seltenes. Wenn Feuchtigkeit am Felsen verdunstet, dann scheidet sich der Kalk aus und bildet Knubbeln. Kann man sich gut vorstellen. Normal sind es einfach braune, schiere Knubbeln. Wenn man Glück hat, sind sie weiß. Aber diese Knubbeln daher mit weißem Stiel und durchscheinend rötlich-kastanienbraunem Hut, wie das entstanden ist, das kann ich mir nicht erklären. Ich habe sowas auch nur einmal an diesem einen Ort gesehen. Es ist fast schon ein Frevel, das als Knöpfchensinter zu bezeichnen. Es ist wirklich was ganz, ganz, ein ganz besonderes Gebilde, das dort massenhaft vorkommt. Aber leider, da wie soll man sagen, Alltag in den letzten 10 Jahren hat eher so ausgeschaut.
Man steht vor nassen, glitschigen, 100 Meter hohen Wänden, vermutet oben eine Fortsetzung und bohrt sich da hoch. So schaut es eigentlich leider die meiste Zeit in der Kolowrat aus. Macht auch Spaß. Man bohrt sich gerne mal wo hoch. Aber wenn es 10 Jahre lang so dahin geht, dann freut man sich wieder mal auf irgendwas Horizontales. Ja, da habe ich mal ein bisschen Pose gestanden für unseren Materialberg. Das habe Gottlob nicht ich alles schleppen müssen. Also zum Glück habe ich viele bisschen jüngere Kollegen, die mittlerweile wesentlich mehr tragen wie ich. Also da hebe ich die Schleifsäcke von denen teilweise gar nicht mehr. Ich mache halt mehr die Dokumentation. Und dass man mal sieht, was so ein Material da in die Höhle hinein muss, damit man sich wo hochbohren kann. Freilich, man baut das dann wieder aus, aber man braucht in Summe viel, viel, viel Seil, viele so Schraubglieder und Laschen und Bohrmaschinen und Akkus und naja, Höhlenforschung ist eine Materialschlacht. Ja, und das sieht man ein bisschen auch hier, da haben wir uns hochgebohrt zum Beispiel, da sind wir von unten gekommen, haben einen sehr schönen 140 Meter hohen Raum entdeckt, einen Schlot. Also da könnte man sozusagen den Dom von Regensburg hineinstellen. Nicht ganz in der Grundfläche. Die Grundfläche, würde ich sagen, ist, naja, ein bisschen mehr wie da bei so die Säulen. Also schon eine stattliche Grundfläche, aber 140 Meter hoch. Und man sieht, da steht einer unten, einer steigt weiter am Seil. Jetzt steht er ein bisschen weiter oben. Ich hoffe, man erkennt diesen Größenvergleich noch. Ich weiß nicht, ob man das auf die Weite sieht. Ja, und da steht er ganz klein. Ich weiß nicht, ob man das manchmal erkennen kann, der helle Fleck rechts oben. Ja, und weiter hat es keinen Sinn mehr gemacht zu fotografieren, weil dann wäre es ja wirklich nur ein ganz kleiner heller Fleck. Ja, und so hat uns das einfach begleitet, 10 Jahre lang. Hier klemmt ein hausgroßer Felsblock, über dem man aufsteigen kann. Da sind wir auch wieder von unten gekommen. Auf der linken Wand hochgebohrt. Ja, man ist immer sehr vorsichtig beim Bohren. Manchmal kann das ganz schwierig sein, wenn man sich auf 2 Meter großen Felsplatten verankern will und man merkt, die sind hohl und könnten runterfallen. Das ist sehr unerfreulich und man muss ausweichen und sich am besten Felsen suchen. Ja, und so kann so ein kleiner Aufstieg durchaus mal eine Herausforderung für 1-2 Tage werden. Ja, und wenn ich mich hochbohre, dann ist meinem Kollegen, der mich sichert, meistens relativ langweilig. Ich habe den Spaß des Bohrens. Es klingt jetzt anstrengend, aber es ist schön, wenn man sich bewegen kann da drinnen. Der wirklich unangenehme Job ist, mich zu sichern. Der friert nämlich, der kann sich nicht rühren den ganzen Tag, muss mir Material nachgeben. Und ich habe Gottlob ein paar sehr, sehr liebe Kollegen, die dann, wenn sie Zeit haben und ja, ihnen etwas langweilig ist, daher, ich weiß nicht genau, einen Schneemann mit Entenschnabel, Insektenflügel und Heiligenschein bauen, ein Schutzengelchen bauen. Ich weiß nicht, er weiß auch selber nicht, was es ist. Aber ich habe es jedenfalls sehr, sehr lustig gefunden. Und es steht jetzt immer noch da und bleibt vermutlich die nächsten 10.000 Jahre auch dort stehen. Der nächste Canyon, Canyon ist schön, wunderbar, gibt schöne Canyons, aber wir waren schon eigentlich froh, die mal zu verlassen. Naja, und jetzt kommen wir wirklich zu Bereichen, die ganz, ganz neu sind, vor einem Monat erst entdeckt. Ich werde in Salzburg sehr geschimpft werden, wenn es heißt, jetzt zeige ich den Regensburgern die Fotos vom Neuland, noch bevor es die Salzburger gesehen haben. Ich hoffe, es schaut das nachher niemand auf YouTube an, weil ja, das ist mir fast schon peinlich. Aber so ist es halt nun mal. Ich werde in Salzburg demnächst einen langen, ausführlichen Vortrag halten über den Forschungsendpunkt. Da oben das Fenster, wo mein Kollege steht, dort konnten wir den Canyon verlassen. Und man glaubt es kaum, plötzlich waren wir in einer kleinen Halle mit ganz anderem Charakter, mit schroffen Felsformationen. Die sind aber nicht gebrochen. Das Wasser hat diese schroffen Formen rausgelöst aus dem Berg. Wir waren sehr, sehr überrascht. Starker Luftzug, staubtrocken wieder, weiße Krusten, Knöpfchen sind da.
Ja, wenn man nach oben geschaut hat, dann war da mal ein großes schwarzes Loch mit Luftzug. Fantastisch. Und wenn man starken Scheinwerfer aufgedreht hat, ich habe ihn da mit, falls ich das später mal probieren mag, gerne, da hat man schon gesehen, da geht es weiter, da geht es richtig weiter. Ganz hinten ist immer noch schwarz. Sehr, sehr gefreut, waren ganz euphorisch. Mein Kollege ist ein Stück höher gestiegen, Seil eingebaut natürlich. Noch ein Stück höher gestiegen. Ja, das ist nicht das Ende, aber das ist das Ende von dem, dass es Sinn macht, ein Foto zu machen. Ja, und dann ist es horizontal geworden. Das, worauf wir so lange schon gewartet haben. Endlich mal wieder spazieren gehen nach 10 Jahren. In trockenen, schönen Bereichen. Und die waren auffällig schroff. Man sieht es hier schon, der Felsen ist ganz anders als bei den bisherigen Fotos. Zerklüftet, aber nicht zerbrochen. Der Felsen ist schroff aufgelaugt. Da in dem Foto nicht. Da haben wir jetzt wieder ein übliches Foto, ein alter Lehmboden. Hinten aus dem Loch ist der Sturm rausgepfiffen, richtig. Das haben wir aufgraben müssen, dass wir da durchkommen. Aber klar, wenn wo Luftzug ist, dann müssen wir da rein. Und dahinter, es ist immer schöner, immer größer geworden. Keine mächtigen Hallen, das nicht. Aber eine ganz bizarre, liebliche Landschaft. Man sieht die weißen Knöpfchen hinter, da oben wieder. Und es wird immer größer und weiter. Da zeige ich natürlich jetzt nicht alle Fotos. Es ähnelt sich dort alles ein bisschen. Da sind sie wieder, die Blumen Kaiser Karls. Da sind die Knöpfchen hinter. Wieder. Die hängen überall dort an der ganzen Decke. Ja, nicht so strahlig, also so eher. So kann man es sich eher noch vorstellen. So kommen es vielleicht ein bisschen häufiger vor, aber schon sehr, sehr schön. Und dann schauen da so eine Art Haifischflossen aus der Wand. Ich weiß grundsätzlich, was das geologisch ist, aber es war eine große Überraschung und sehr hübsch anzuschauen und mir bisher auch nicht bekannt. Das sind Kalzitschuppen, die aus einem Dolomit rauswachsen. Ganz was Merkwürdiges. Ja, und mein Lieblingssee, eine neue Entdeckung. Ja, Lieblingssee, er ist klein, aber er ist einfach so schön. Was bemerkenswert ist, unter Wasser sieht man Trockenrisse im Lehm. Das heißt, man weiß, irgendwann ist der See auch trocken gewesen. Wir wissen nicht, wie lang und wie oft. Der Lehm verändert sich nicht mehr, auch wenn jetzt wieder unter Wasser ist. Es gibt aber auch Wasserstandsmarken, die man sehr deutlich sieht, die für uns Schwimmen bedeuten würden. Naja, werden wir mal schauen, wie es uns geht in ein paar Monaten, wenn wir wieder dort sind, ob wir dann schwimmen müssen. Ich hoffe mal nicht. Jedenfalls war der See einfach so ein unerschöpfliches Motiv, der hat mir einfach so gefallen. Naja, und dann geht es in einem riesigen Tunnel weiter. Relativ farbenfroh, ich weiß nicht, ob man das erkennt, mit rotem Lehm und weißem Fels. Ja, wir hoffen, dass uns diese Tunnel noch länger begleiten werden. Und jetzt gehen wir zurück in den letzten Teil, zum Wasser hinunter, in die tieferen Teile. Die sind jetzt schon ein bisschen älter, länger bekannt, wieder so, naja, 10 Jahre alt teilweise, diese Bereiche, wie wir die entdeckt haben. Ja, es sind wieder die Canyons, die ich zuerst schon etwas verflucht habe. Die sind schon auch schön. Es ist schon schön, mal durch so ein Canyon zu gehen. Da haben wir Steigstiften gebohrt in die Wand, weil wir haben gesehen an Schaumkronen, dass das Wasser oft so hoch steht, wie bis zu den Stiften da hinauf. Naja, da mag man dann nicht in der Höhle drinnen abgeschnitten sein. Man mag auch nicht schwimmen, weil der ist 200 Meter lang. Der Bach und 200 Meter Schwimmen macht sicherlich keinen Spaß. Es waren, glaube ich, die 24 Meter vom Johann schon sehr sportlich. Es gibt kleine Siphone, so in Türkisblau, mit der Sabine, einer ganz lieben Kollegin von mir damals, die leider mittlerweile auch nicht mehr unter uns weilt, aber mit der ich sehr, sehr viele tolle, schöne Entdeckungen dort habe machen dürfen. Man beachtet die Wasserstandsmarken im oberen Bildrand, wie filigran und schroff diese Zacken dort sind. Ja, da ist
durch die Wellen ist immer das Wasser wieder runtergeronnen und so winzige Rinnspuren hinterlassen, so würde ich das erklären. Und wenn der Höhlenforscher einen Siphon sieht, dann mag er immer hinterbeischauen, was kommt denn hinter dem Siphon? Jetzt haben wir einen dünnen Schlauch, so wie einen Gartenschlauch, reingebracht. 50 Meter langen Gartenschlauch. Naja, der war recht dünn, der Siphon recht groß. Es hat eine Woche gedauert, bis der Siphon leer war. Entschuldigung. Es hat eine Woche gedauert, bis der Siphon leer war. Dann haben wir durch können. Und das Hinterland hinter dem Siphon hat viele tolle Sachen gehabt. Kann euch gar nicht aus Zeitgründen nicht alles zeigen. Aber eine besondere Kleinigkeit ist das. Das ist eine Pfütze am Boden. Und diese Pfütze hat kleine blaue Quellen. Da blubbert es raus, da hat es auch ein Filmchen gegeben. Die schwabbeln und blubbern da, diese Quellen, da tut es den Sand. Der Sand ist nicht blau, aber für unser Auge oder den Kontrast von Fotoapparat durch die LED-Lampen, die wir benutzen, wirkt er blau. Vermutlich ist er weiß, er muss eigentlich weiß sein in Wirklichkeit, aber es wirkt in der Höhle tatsächlich blau. Und diese quasi blauen, kleinen, so ich sag mal 10 cm großen Quellen in diesem rotbraunen Lehm, die es vor sich hin wabbern, ja, die haben mich auch sehr fasziniert. Ja, und etwas, was ich so schön in dieser Art im Untersberg nie gesehen habe, außer dieses eine Mal, in Mexiko gibt es so Dinge, es gibt andere Höhlen, wo sowas schon bekannt ist. Das Gebilde ist ungefähr 20 cm groß, Kristalle, die vom Boden wachsen auf einem kleinen Felssporn. Ich kann es mir geologisch, chemisch relativ leicht erklären. Die Feuchtigkeit steigt durch den Felsen auf. Ein ganz leichter, seltener, langsamer Luftzug bewirkt, dass das Wasser langsam verdunstet. Je langsamer was verdunstet, umso größer werden Kristalle. Ja gut, okay. Aber es ist irgendwann mal so der Punkt, wo ich mir dann denke, okay, es sind Naturgesetze. Es ist Physik, es ist Chemie. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass diese Naturgesetze existieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das als schön empfinden. Es ist für mich sowas einfach ein Wunder. Wenn ich als Mensch oder eigentlich als Tier jetzt einen Apfel am Baum sehe, dann empfinde ich den als schön, weil die Evolution hat mir gesagt, Nahrungsmittel, gut. Ein Kristall ist kein Nahrungsmittel und trotzdem empfindet man ihn als schön. Also ich hoffe, es geht euch da auch so. Ich hoffe, es kommt auf der Leinwand gut rüber. In Natura glitzern und glänzen die natürlich noch. Also was die Natur bei uns alles macht da im Berg, ist für mich einfach nicht selbstverständlich und trotz aller Physik und Chemie für mich nicht so ohne weiteres erklärbar. Und der nächste Siphon hat auf uns gewartet, den haben wir auch abgehebert und hinterbei waren auch wieder tolle Sachen, aber egal. Kleine Seen, Canyons, durch die man spazieren gehen kann, 40 Minuten geradeaus hat man mal im Wasser gehen können, in so einem schönen kleinen Canyon. Und dann geht es ab in die Tiefe. Das kann ich mir auch noch sehr gut erinnern. Mordor haben wir es genannt. Ein 50 Meter hoher Wasserfall in einem 70 Meter hohen Raum. Und oben drüber war so eine Art Sprungbrett. Das sieht man da jetzt nicht. Das hat wirklich ausgeschaut wie ein riesen Felstrampolin, das mitten in den Raum hinausgeht. Und wie wir das erste Mal dort waren, sind wir angeseilt auf dieses Sprungbrett hinausgegangen, haben in die Tiefe geschaut. Der Wasserfall war relativ stark, es war neblig, wir haben unten nichts gesehen. Aber ach, das ist schon ein bisschen ein merkwürdiger Ort. Wir werfen mal einen Stein. Wir haben nicht gehört, wann der Stein unten ankommt, weil der Wasserfall hat das Geräusch übertönt. Wir haben einfach runtergeschaut in ein weiß-grau-schwarzes Nichts. Das war ganz gruselig. Wir haben es Mordor genannt, ein bisschen angelehnt an Herr der Ringe. Und wie wir uns später abgeseilt haben, war weniger Wasser. Da war das ein
ganz faszinierendes Gefühl, wenn man so langsam von der Decke schwebt, 5 Meter neben so einem Wasserfall, der friedlich war in diesem Fall. War ein wunderschönes Erlebnis. Und ab weiter in die Tiefe durchs Gradierhaus, es nebelt da drinnen. Und so erreichen wir irgendwann diesen Karstwasserspiegel, von dem ich zuerst geredet habe, diesen unheimlichen See. Wir haben auch dort Messgeräte untergebracht, diese roten und salatgurkenähnlich großen Teile. Ja, was man hier auf dem Foto sieht, ist diese Linie da oben, wo unterbei grauer Lehm ist und oberbei eher rötlicher Fels. Und die Messgeräte haben gezeigt, dass genau diese Linie, wo unten der Gatsch ist und oben der Fels ist, genau das ist der Überlauf in 2 Kilometer Entfernung in der Fürstenbrunner Quellhöhle. Und von da wissen wir auch durch diese Messgeräte, dass dieser Wasserstand, da kann er noch weiter sinken natürlich, da ist er relativ hoch, dass dieser eben schwankt um 50 Meter und das über 2 Kilometer Länge und er geht noch viel weiter nach unten. Und mir hat es so fasziniert, dass so weit drinnen im Berg sich so eine Überlaufschwelle, wirklich wie so eine Fußbodenschwelle wie da, wo es rüber rennt, da drinnen noch diese Lehmmarken durchpaust, weil das zeigt einfach schon, was für Wasserspeichervermögen in dem Berg steckt. Hier 2 Seen in einem Raum, der ungefähr fast so groß ist wie ein Fußballfeld. Wir sind jetzt ungefähr 30 Meter unter Wasser, bezogen auf den Sommer. In der Gegend haben wir dann auch Messgeräte installiert. Es ist alles schlammig natürlich, es ist eine ganz andere Landschaft, braun, grau. Und es spiegelt sich alles so schön. Es gibt dort keinen Wind. Da hat ein Fotograf von mir, der Dirk Peindelt, hat das gemacht. Der hat Fotoblitzbirnen im Wasser versenkt an einem langen Kabel, damit der See einmal grün herauskommt. Also ganz, ganz was Tolles. Und hinterbei steht der Kollege. Hinterbei geht es noch 3-mal so weit, diese Halle. Es ist die grüne Lagune. Wir wissen gar nicht, wie tief der See ist. Ja, und in diesem Wasserschwankungsbereich, 30 Meter unter Wasser, sagen wir, befinden wir uns jetzt, gibt es wieder so merkwürdige Dinge. Da wachsen Korallen, wenn ich es mal so nenne. Es schaut aus wie Korallen. Erinnert mich ein bisschen daran. Vom Nahen, diese Korallen haben ungefähr die Größe, etwas mehr wie eine Zigarette in der Länge und auch in der Dicke, etwas mehr wie eine Zigarette. Sie sind weich, also sie sind mehr oder weniger Lehm. Jetzt habe ich gesagt, bitte, was ist denn das? Also für mich als Geologe erschließt sich mir das nicht. Als Geologe aus Lehm kann ich viele Formen erwarten, aber keine Männchen, Korallen, Pilze, weiß nicht. Habe einen Kollegen gefragt, einen Biologen. Habe gesagt, du, das muss doch eigentlich was Biologisches sein, vielleicht Bakterien, die den Lehm verkitten oder sowas. Sagt er, na, unmöglich, das ist was Geologisches. Die Biologen wissen nicht, was es ist. Wir Geologen wissen nicht, was es ist. Ich kann nur sagen, es wächst nur in diesem Überschwemmungsbereich, der im Sommer 30 Meter unter Wasser ist. Tja, ich glaube, es lebt. Aber es ist einfach die Höhlenforschung, es sind die weißen Flecken auf der Landkarte und wir kommen immer mit mehr Fragen als wir Antworten aus der Höhle heraus. Und das war eine der spannendsten Entdeckungen. Vielleicht erfahre ich irgendwann in meinem Lauf des Lebens noch, um was es sich dabei handelt. Naja, und ich hoffe, dass mir noch ein paar Jährchen bleiben, in den Untersberg zu gehen. Und ich hoffe, dass ich noch das eine oder andere entdecken werde, was ich mir vielleicht jetzt auch noch gar nicht vorstellen kann. Und ich hoffe, dass ich das dann auch den Menschen draußen zeigen darf. Und möchte mich an dieser Stelle
sehr herzlich bei euch bedanken. Danke, dass ich kommen habe dürfen in diese wunderbare Kirche. Und wenn jemand Fragen hat, dann bitte gerne. Danke. Bitte. Ich komme ein bisschen nach vorne, dann höre ich es besser. Also danke für den Vortrag und so viel Begeisterung und auch irgendwie ja, die Liebe zu der Höhle spürt man. Vorgeschlagen haben meine Fragen, ich habe mehrere, aber eigentlich müssen Sie den gleichen Weg wieder zurückgehen? Leider, ja. Der Weg ist echt übel im Augenblick. Also wir haben ja schon die Abkürzung. Ein Schacht. Früher hat man 2 Tagesmärsche plus minus horizontal gebraucht. Horizontal ist so ein relatives Wort, also so hoch wie hier, das gilt noch als horizontal. Und jetzt haben wir einfach einen Schacht, 700 Meter tief. Den geht man am Seil hinunter mit vielen Umsteigstellen und Engstellen. Den muss man am Heimweg wieder hinauf, klar. Nur zu allem Übel, wir müssen nicht nur 700 Meter hinunter, sondern horizontal rüber und dann wieder 350 Meter hoch, um dort den Endpunkt zu erreichen. Beim Heimgehen 350 Meter runter, rüber, 700 Meter rauf. Wir hoffen auf eine weitere Abkürzung, sagen wir mal so. Und eben wirklich ein ganz großes Dankeschön an meine Kollegen, die ja, teilweise da wer kennt. Also ich habe wirklich jetzt junge Leute, so mit 25, die kräftig sind, die schleppen da Schleifsäcke, die ich mir nicht vorstellen kann, wo ich glaube, der ist am Boden angeschraubt. Also ganz, ganz toll, wenn man so Kollegen hat, auf die man sich so schön verlassen kann. Vielleicht wird noch ein bisschen kalt. 4,5 Grad die meiste Zeit bei da, wo wir jetzt sind. Das ist fantastisch. Es ist viel wärmer als wir da jetzt in der Kirche, weil ich habe ja immer mein passendes Gewand an. Auch wenn es jetzt vielleicht mehr wie 4,5 Grad hat, aber gefühlt ist es da drinnen wärmer, weil ich habe natürlich immer meine dicke Haube auf und 2, 3 Jacken übereinander und 4 Hosen übereinander. Naja, und der Schlafsack ist auch dick und warm und hält minus weiß der Teufel was Grad aus. Es ist nie kalt. Und es ist auch nie dunkel, weil immer dort, wo ich hinschaue, ist ja mein Licht. Hängt da vorne, kann man gerne mal ausprobieren, wer mag. Haben Sie sich auch schon mal verlaufen? Oder haben Sie mal Angst gehabt, dass Sie sich verlaufen? Nein, ich zeichne die Pläne da drinnen. Und dadurch, dass ich die Pläne zeichne, weiß ich das alles. Und meine Vorgänger haben mir sehr, sehr gute Pläne überlassen, wo die Orientierung auch nicht sehr schwierig war. Bitte? Ja, das Wasser kann man trinken. Es scheiden sich ein bisschen die Geister. Der Karst ist natürlich kein Filter. Es ist, wie am Anfang gesagt hat, normalerweise das Wasser rinnt oben rein in die Höhle, kommt unten raus. Es werden Schadstoffe mehr oder weniger nicht gefiltert. Man braucht für eine gute Filterwirkung normalerweise einen Schotterkörper, wo das Wasser zumindest 30, besser 60 Tage verweilt. Der fehlt uns. Aber dadurch, dass das Plateau sehr sauber ist und noch relativ wenig Tourismus hat, haben wir eigentlich mit Verkeimungen nur ein sehr geringes Problem. Also man kann das ohne weiteres trinken, ja. Also wir haben keine Landwirtschaft oben, es ist ein Hochplateau, es gibt Latschen, es gibt Gams. Klar, die Gams machen auch eine Bämmerl, aber das ist alles etwas, was sich verdünnt und problemlos ist. Jetzt, ja? Ich frage mal hinten, oder? Weil
Ich komme, weil sonst höre ich es nicht, gell? Ich wiederhole dann die Frage.